So, meine lieben Zuschauer, und somit begrüße ich euch wieder mal zurück zu Pokémon Trading Card Game. Immer noch das zweite Game. Jetzt sind wir schon bei Folge 31. Hier war das alte Let's Play schon zu Ende. Hier geht's noch weiter an der Stelle. Und heute geht's weiter mit, mag jetzt ein bisschen unerwartet kommen, aber ja, es ist wieder mal ein Challenge Card. Bin nicht hier beim GR Challenge Card. Ich habe im Offscreen geguckt, ob irgendwo einer läuft, weil ich muss euch die Animation von dem scheiß Schiff hier nicht mal zeigen, aber jetzt mach ich's doch mal. So, anquatschen. Willst du zum an Bord des Insels Gedönsens? Ja, los, flieg mit mir. Ja, ja, bla 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 blub. Hier mit B schön abbrechen. Oh, lass mich raus hier. Ja, ist ja gut. Ah, bla bla bla. Wir sind dann in der Heimat angekommen. Ja, hier, quatsch mit deinen Freunden oder was auch immer du Bock hast. So, ich würde sagen, wir stürzen uns direkt in diesen Challenge Cup hinein. Denn das wird echt cool. Oh yeah, da hört ihr schon die Mucke. Challenge Hall Action Time. So, die Frage ist natürlich, was ist unser erstes Deck? Welches ist unser erstes Duell? Ja, was muss ich machen? Wer ist dran, ne? Ich würde sagen, saven wir mal anständig, wie man so als Fightgänger-Spieler, ne, immer so schön saven ist und so. So, das sieht eindeutig aus wie ein Kampfritze. Das passt mir ganz gut, weil wir müssen doch nächste Runde in einen GR Kampfdeck. Und da wäre es eigentlich ganz gut, vielleicht mal ein Psychodeck vorzubereiten. Würde ich sagen, nutzen wir wieder mal die Deck-Record-Link-Maschine und so. Und suchen uns mal unser Paranoia-Deck. Das wird aber gleich noch geupdatet. Load-Deck. Kein Modifier, anderes ist dismantled, bla bla bla. Erzähl mir doch nicht so einen Scheiß, Mann. Dismanteln, jawoll. Mein Gott, das hat immer so lange dauert alles. Select the Record, nö. Aber ich will es noch ein bisschen modifizieren, denn wir haben ja jetzt bestimmt ein paar mehr geile Karten, oder? Ha, seien wir doch ehrlich. Also. So, wir kämpfen jetzt natürlich gegen Kampf-Pokémon, ja. Es könnte natürlich sein, dass jemand jetzt mal kontert mit Neutral-Pokémon. Wäre es vielleicht sinnvoll, auch eigene Neutral-Pokémon zu nehmen. Aber keine normal-Pokémon, weil natürlich wir haben dann ein Problem. Und das Problem heißt folgt, ja. So, okay, das war das hier. Ja, okay, ist verkraftbar. Ich überlege gerade, brauche eigentlich noch ein Psycho-Pokémon? Irgendwie viele farblose Energie? Kadabra hier vielleicht? Du, nee, Super Psy einmal. Mein Schock gar keinen. Auch nicht. Mindshock und Mindshock. Das ist auch keine Resistenz, wa? Ja, und Spaß von hat. Slowbro. Wir haben den ersten Slowbro. Strange Behavior. Ja gut, wenn man Spaß von hat. Aha, wir haben unser erstes eigenes anderes Nebulak, was mal wenigstens ein bisschen was drauf hat. Hier, das ist ja ein bisschen for the ass und so. Ja, Und hier haben wir das Haunter gehabt. Jetzt habe ich hier den Haunter. Mit Poltergeist. Scheint irgendwie ein Eigenname zu sein. Wird auch in Japan benutzt. Das habe ich in einem Anime mal irgendwo gehört. In einem original japanischen Anime. In einer japanischen Sprache. Poltergeist. Die sprechen das total beschissen aus, aber wenn sie Spaß dran haben, dann sollen sie doch machen. So, Long Distance Hypnosis. Ist auch irgendwie ganz cool hier. Achso, da kann man in so oder so. Ja, okay, gut. Vielleicht mal. Interessante Sache, wenn unser eigenes Pokémon vielleicht paralysiert ist und sowieso nicht angreifen könnte. Wir haben jetzt ganz viele komische Mewtwo's hier. Energy Spike. Schnipst eine Münze, meine Zahl, wieder eine normale Energiekarte auf einem. Okay. Telekinesis. Wähle eins der gegnerischen Pokémon und füge ihm 30 Schaden zu. Keine Schwäche und Resistenz, okay. Psychokinese. 10 plus 10 für jede Energiekarte auf dem gegnerischen Pokémon, okay. Und hier haben wir Psycrash. 10 Damage für jede Energiekarte. Aha, ja, das wird eher weniger bringen. Aber den Super Psy-Schlag, das können wir hier. Ist ja eine Attacke von Kadabra, den könnte man schon auch ganz gut nutzen. Also Psycrash ist sehr unnütz, weil der Kampf-Pokémon wird eh niemals Psycho-Energie bei sich haben. Von daher denke ich, bräuchte ich das eher weniger. Die Entwicklung ist ja auch nicht so wirklich. Ich habe immer noch kein Gengar, auf was man sich setzen kann. Ich habe zwar ein schwarzes Simsala, aber das ist auch noch nicht so das Grüne vom Ei.
Da muss ich erstmal ein schwarzes Kadabra jetzt mitnehmen. Würde aber gerne auch ein normales mitnehmen. Dann habe ich wieder dieses 1-2-3-Schema, nicht wahr? So, genau, das war das hier. Das kann so bleiben. Möchte ich eher nicht benutzen. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt eins davon benutzen und... Hä, was? Hm. Schnipste Münze bei Zahl? Oh, das war cool. Genau, da nehme ich auf jeden Fall einmal mit. Da haben wir drei. Oder wir machen es so. Das ist auch in Ordnung. Hm, haben wir unsere 60 Karten durchschnitt gut behalten. Ich würde sagen, tauschen wir die zwei auf die zwei mal um. Oder mischen sie miteinander. Pff, einmal hier eine Verwirrung. Hier einmal ein Nightmare zum Ver... Aber ich glaube, das ist Instant-Einschlafen. Ne? Das ist cool. Und die Long-Distance-Hypnose könnte auch mal irgendwas helfen. Vielleicht, wenn man, wenn das eigene Pokémon noch nicht angreifen kann oder so, könnte man es mal riskieren. Wir mischen mal. Mal gucken, was sich davon als nützlicher erweist. Mr. Mime, bla bla bla. Du kommst mit, ihr kommt mit. Haben wir jetzt mal ein Pure Psycho-Deck. Will ich ja eigentlich ja gar nicht. Obwohl, ich glaube, gegen den Kampftyp hier kann man das schon mal machen. Und danach können wir unser Deck wieder umbauen. Müssen wir wahrscheinlich auch. Wie ich sagen, saven wir das? Yep. Ja. Von mir aus an der Wakeout-Maschine auch. Wo haben wir denn es denn? Ah, ist unser Paranoia-Deck. Replace this record. So. Meine Friendos. Würde ich sagen, nutzen wir die Gunst der Stunde einfach mal und versuchen es mal. Saven wir vorher vielleicht nochmal. Huchala. Wir sind jetzt holding a Challenge Cup Tournament. Der Gewinner vom Tournament will einen raren Pikachu Level 13 Karte erhalten. Pikachu, was ich noch nicht habe? Oder ist das wieder irgendeins derselben? Oder was nur ein bisschen anders aussieht oder so? Die First Time Manchester 30, also, ja, bla. Final Manchester, no holds barred. No holds? Egal, letzte Duell ist mit 6 Karten, mit 6 Preiskarten. Ja, neue Herausforderer können sich hier anmelden. Komische, unsere Herausforderer melden sich immer rechtzeitig. Wisst ihr, was ich meine? Hattis, willst du teilnehmen oder noch? Klar, ja, wir gehen auf die Stage. Hier, bitteschön. Der Challenge Cup ist, der Challenge Cup ist underway. Der Challenge Cup ist unterm Weg. Ach, ich verstehe den. Unser unbesiegter bis jetziger Gegner hier ist Matthew. Das ist irgendein Kampffritze, hoffe ich doch, oder? Hier ist unser neuer Herausforderer. Jeder, was ist ein Recognize? Das soll irgendwie bemerken. Jeder bemerkt diesen Spieler. Es ist Sky. Seid ihr beide bereit? Legt eure 4 Preiskarten und dann lasst den Wettbewerb beginnen. Ja, das muss... Ach, das ist Matthew. Ah. Rolling Stone Deck. Ja, der wird wahrscheinlich erstmal Stein-Pokémon mehr haben als Kampf-Pokémon. Ich glaube, der gehört sogar zum Stein-Club und nicht zum Kampf-Club. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja, mental will ich jetzt nichts Falsches sagen. So, da haben wir ein beschissen schwaches Nebulak. Kein entwicklungsbares Pokémon. Professor Eich und eine Super Potion. Energie, es geht so. Sieht schon mal scheiße aus, wenn ich ehrlich bin, aber hey, Professor Eich, damit kann man ja vielleicht wenigstens mal ein bisschen was reißen. So. Er hat ebenfalls nur ein Pokémon übrigens. Coin will be tossed, um auszuwählen. Wer ist der Erste? Ich habe übrigens meine Simsala-Münze ausgerüstet und ich habe Glück damit. Ist aber wunderschön. So, ein, das ist erstmal gut. Oh mein Gott. Ein Glumanda. Ja, das ist ein sehr tolles Kampf-Pokémon, also das habe ich auch. Auf jeden Fall schon mal einen Kampfarenen gesehen. Okay, sparen wir uns die Ironie. Ich würde sagen, ja, nächste Runde vielleicht schon. Klar. Egal, erstmal ausrüsten und erstmal einen Sleeping Gas rausbaschen und einmal schon mal, oh, machen wir mal schön Schaden. Mit einer Nicht-Schaden-Attacke, total supi, aber wenigstens was eingeschläfert. Mit einer 25% der Chance kann es sogar deswegen mal nächste Runde nicht angreifen. Aber er wacht auf sofort wieder. Und kann deswegen trotzdem angreifen. Das Nebulak ist so nutzlos. Ey, Mano! Yeah, freut sich. Oh, News is Bill. Den hätte ich auch gern. Kampfenergie an Glumanda und er nutzt den Schlitzer, mein Gott! Tor! Schön. Ja, wäre eigentlich keine Wirkung hier im Spiel schon. So würde ich sagen, dann machen wir das einfach mal jetzt hier, es wird episch. Einen Pokémon-Trailer nutzen wir mal, um das schwarze Kadabra erstmal nochmal ins Deck zurück zu verfrachten. Und holen uns dafür ein x-beliebiges, ja, ich sag mal ein x-beliebiges Entwicklungs-Pokémon für Nebulak. Ich hätte gern irgendwo eins der. Der Apollos, genau, jetzt habe ich den Namen. Was war jetzt nochmal hier? Du hast 30 Schaden gemacht mit. Ja,
ja, ja, okay. Man, Trainerkarten gut mit auslöschen und die gegnerische Hand ausdünnen, das ist echt fies. Finde ich cool, aber ich überlege, wie viel hat das auch das andere. Für Nightmare, warte doch mal, guck dir die gegnerische Hand an. Dieser sagt mal 10 Schaden für die Anzahl an Trainerkarten in ihrer Hand. Nightmare, schnippst eine Münze. Dein Kopf, das ist eine Probe, jetzt schlafen. Weil, das war auch cool. Schlafen oder verwirren? Ey, das ist so cool. Ich würde aber gerne mal eine schwarze ausprobieren. Einfach mal so. Dark Apollo comes to my hand. Hahaha. So, stup entwickelt. Psychoenergie anlegen. Und dann könnten wir vielleicht nochmal hier in Betracht ziehen, den Professor Eich zu sperren. Harris. Ich weiß nicht, wie es für dir ausgesprochen wird, aber ich denke mal, was das heißt. Bei Kopf muss der Gegner eine zufällige Trainerkarte aus seiner Hand in sein Deck schummeln. Und ich habe Glück. Bounce, 30 Damage plus den Effekt. Das ist natürlich Porno. Potion is returned to the deck. Sehr geil. Und ist ja richtig fies. Finde ich cool. Freut mich. So. Ein Fire Energy into Charmander und er nutzt Glut, du Potzau. Runes, ja, super. Ja, ist nicht so gut, ne? Aber ich habe eine Alternative, Freunde. Ein Nebulak, das coole Nebulak. Schön. Würde ich sagen, dann verpulvern wir jetzt mal unsere Karten und nutzen noch instant diese Runde, Professor Eich. Ich nutze mal die doppelte Farblose als Katalysator für die Super Potion, um noch nach wie vor angreifen zu können und sein Glumanda rösten zu können. Uff, da ist der 1,40 Schaden nämlich einfach mal verschwunden. Wenn wir Professor Eich auch spielen und ich sehe gerade, war völlig unnütz, weil ganz ehrlich, er hat ja nichts mehr auf der Bank. Ich muss ja bloß angreifen, dann ist das Vieh tot. Ja, gut. Hat sich das ja dann erledigt, ne? Hier, tschüss. Brauche ich gar nicht mehr die Hand groß angucken. Du bist down, Kumpel, und musst vielleicht sogar noch kurz vor dem Ende des Duells nehmen. Okay. Tschüssi. Das ging ja really, really fast, Leute. Fail, du Opfer. Du musst halt Spaten. Ah, oh, da ist Bill. Schön. Matthews Play Area ist leer. Der Fetti hat verloren. Kacke, wa? Kai hat gewonnen. Glückwunsch. Du hast deinen ersten Sieg erhalten. Na Mann, was für ein Pech, Matthew. Na, versuchst du beim nächsten Mal, du Spast. Scheiße. Der nächste Herausforderer, komm auf die Stage. Oh Gott. Unsere Herausforderer, Stephanie. Warte mal, das ist die Psychotante, ne? Oh. Ja, finde ich prinzipiell nicht so gut, ne? Nehme ich da ein Normaldeck? Kann man sowas überhaupt zusammenstellen? Ich darf ja keine Vogel-Pokémon nehmen, weil die sind ja anfällig gegen Psycho. Also anfällig sind normal anfällig, aber... Hey, ihr wisst ja, was ich meine. Ich speichere mal und gucke einfach, ob es mit dem aktuellen Deck funktioniert, weil... Psycho gegen Psycho, mach mal beide Schwäche. Pff. Who cares? Nö. Kai ist jetzt bereit. Lass uns das Match starten. Psychic Club Member Stephanie. Psychokinetic Deck. Mann, die können also schön lange Namen machen. Das ist voll fies. Ich will auch so einen langen Namen machen. So. Ja, dann zeig mal, der kannst, was sie können, was du kannst, was es kann. Keine Basis-Pokémon in Stephanie's Hand. Oh. Tut mir aber leid. Aha, Professor Eich. Gengar. Ach du Scheiße, ich will auch eins haben. Überhaupt, wir haben ein paar neue Karten. Echt nicht schlecht. Wir kriegen immer die Team Rocket Booster Packs, aber das ist immer derselbe Scheiß drin, ne? Braucht man neue Kärtchen? Ein schwarzes Apollo schon jetzt. Hab aber jetzt keinen Nebulak. Könnte mit dem Mewtwo anfangen, das wäre ganz episch, aber ich glaube, du bist erstmal besser, weil du kannst schneller angreifen und würdest daher erstmal Mewtwo zum Nachrüsten vielleicht erstmal ein bisschen Zeit verschaffen. Ein Full hier Energy haben wir auch noch auf der Hand, das ist gar nicht schlecht. Sieht bis jetzt gar nicht schlecht aus. Wir haben zwei Energiekarten, noch eine Full Energy, Gust of Wind, alles ganz nice. Und ich sehe gerade, sie hat nur ein Basis-Pokémon. Da könnte wieder ein früher Sieg für uns drin sein. Eventuell. Twing und Fail. Na, okay, dann fängt sie halt an. Soll mich nicht stören. Oh. Ja, das ist natürlich scheiße. Ne? Das ist natürlich rische Kacke. Das finde ich scheiße, mein Sohn Mist. Dup, 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 da ist ein Mewtwo, Mann. Da mach ich doch down. Dup, dup, das finde ich mies. Richtig, richtig fies. Was war das für eine Energiekarte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also gegen Psychodex ist das natürlich extrem böse. Ich darf jetzt nicht mehr als eine Energiekarte oder zwei vielleicht nutzen. Da geht ganz schön viel Damage drauf für. Pound, bounce. Weggeslappt. 20 Damage, aber selbes kann er jetzt auch machen. Das ist fies, Mann. Finde ich scheiße. So ein Mist.
Psyquash. Nein. Du Arschkeks, du bist doch böse. So. Ein schwarzes Kadabra, ja, das nutzt mir auch total viel, Leute. Boah, ätzend. Ich versuche einfach mal jetzt, voll die Ende brauche ich eigentlich nicht wirklich hier. Psychoenergie kriegt zwar nächstes Mal schon 40 Schaden ab, aber er kriegt so nicht so nur so wahrscheinlich sowieso 50 ab. Also versuchen wir einfach einen One-Hit-Kill zu leisten, indem ich jetzt zweimal vielleicht Kopf mache. Schwing, komm schon! Mix einmal! Jawoll! Bams! 40 Schaden, das reicht mir doch. So, ich merke gerade, ich müsste mal Fenster zu machen, weil draußen sind schon wieder die Vögel unterwegs und die nerven. Aber sind schon ein bisschen ruhiger als sonst. Ich glaube, das, ich gucke mir das im Video nachher an, wie Leute man das hört. Also wenn ihr irgendein Quietsch hinter mir hört, dann wisst ihr, jetzt sind draußen die Vögel. Super Psy! So, ja, das ist auch leider ein Bank-Pokémon, habe ich gerade gesehen. Ah, scheiße. So, 100 Damage due to Weakness, oh mein Gott, wie fies. So, aber das, was er da jetzt hat mit 3 Energiekarten, reicht unserem Mewtwo jetzt ja auch, um ihn auszulöschen. Weil er kriegt dadurch 60 Schaden, ja, ganz ehrlich. Das reicht mir doch aus. Ja, muss ich mal gucken, was er da auf der Bank hat, um zu gucken, ob ich vielleicht noch so ein Mewtwo, Mann, oh, kacke. Okay. Ja, alles cool, alles episch. So, komm, wir nutzen jetzt die Chance für Psy-Crash. Bams, knacks. 60 Schaden. Das ist der Due to Weakness echt geil und so. So, da haben wir erstmal eine Preiskarte gewonnen. Finde ich very good. Ein weiteres... Alter, Mewtwo-Battle hier. Episch. Dup, 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 dididlu, dup, dup, dup. Ein Nebulog auf die Bank. Finde ich echt scheiße. Psy-Crash. Swoot. Schwut! Aua! Dua, 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 dua. So, ich überlege gerade was. Ob sich das lohnt? Ich führe erstmal das Mewtwo aus. Was kann das nochmal? Energy Spike. Wähle eins der gegnerischen Basis. Ne, wähle eine Basis einer Gigante auf einem deiner Blumen und fühle es an den anderen an, okay? Und dann erstmal auf die Bank legen, auf jeden Fall. Dann werde ich die Psychoenergie auf jeden Fall in das hier anlegen. Obwohl ich in nächster Runde damit eigentlich nur mehr Damage in die Hand spiele. Aber erstmal was voraus, das kann ich mir nicht leisten. Also, Psy-Crash. Swoot. Swoot. Bams! DD 20 Damage. Nächste Runde kann ich immerhin mit 50 Damage angreifen. Problem ist, er macht jetzt natürlich auch nochmal schön 40 Schaden. Was ganz schön viel. Autsch. Tor! Okay, alles cool. Noch lebe ich und habe noch einen Bank-Pokémon zum Glück. Aber das ist jetzt bis jetzt ein sehr ausgeglichenes Duell, wenn ich ehrlich mal sein darf. So ein Dingsen, ja, von mir aus. Ja. Muss ich es machen? Ja, ich muss es machen. Geht nicht anders. So leid es mir auch tut, ich muss es machen. Super Psy! Swoot! Swoot Bams! Weggebasht! 100 Damage! Du bist down, Kumpel. So, kann man eine Preiskarte ziehen, die kommt, was gut ist. Oh, schon wieder so ein komisches Pokémon. Ich brauche irgendwie Energiekarten. So, da kommt das Nebulak. Aber ich glaube, das kann jetzt noch nicht angreifen. Und das ist ja Frighten. Okay, Leute, das war's, Leute. Sehe ich gerade, weil er hat kein Bank-Pokémon mehr. Wir können nochmal angreifen. Er kann noch nicht angreifen. Man, du bist so voll verpeilen. Bills Teleporter, das ist hier noch drin, das Ding. Okay, versuchen wir's mal. Bei Kopf. Oh. Achso, ach, geht ja nicht. Haha, fail. Das hätte ich übrigens auch machen können. Egal. Ja. Leute, wir haben es sowieso geschafft jetzt hier. Was soll der Geiz? Super Psy! Weil 50 Damage reicht auch, um Nebulak auszubashen. Auch wenn es keine Schwäche hat. Und er hat kein Bank-Pokémon mehr. Ich dachte jetzt, zum Mewtwo geht ja hops, aber geht ja noch gar nicht. Ach, Gott sei Dank. Oh, das schwarze Kadabra. Schwarze Simsala, so rum. Keine Pokémon mehr in Stephanie's Spielbereich. Und deswegen hat die Tussi voll verloren. Wenn es überhaupt eine Tussi ist. Stephanie, vielleicht ist er männlich irgendwie, aber trotzdem hat er einen Namen. Oh mein Gott, wäre voll creepy. Congratulations, Glückwunsch, Kai. Du hast jetzt insgesamt zwei Siege. Du bist echt gut dabei, hier der Champion zu werden. Mann, was für ein Pech, Stephanie. Hau da ab, du creepy Spanner. Spinner wollte ich natürlich sagen. Spanner, nee, egal. Das dritte und finale Duell. Was? Was? Wir werden einen Clubmaster.
fragen, ob er ankommt. Was? So, was zum Kuckuck? Welcher Clubmeister wird es wohl sein? Oh nein. Clubmaster Isaac, der Donnerspacko. Ja, ich will mein Deck auf jeden Fall changen. Auf jeden Fall. Yes, please. Ja, kann natürlich jetzt sein, dass er wieder mit scheiß Zapdos-Kacke ankommt, weil ich eigentlich keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Prinzipiell glaube ich aber dennoch, dass es eine gute Wahl wäre, uns ein Kampfdeck zu mischen. Wo muss mein Faustdecker sein? Na, es ist Loaddeck. Gar nicht modified, bla bla. Ist mir hier so ein Wildsteleporter und überhaupt keine Sau. Hab jetzt viel geilere Karte. Dismantle, yo. Abgesteckt. So, dann würde ich sagen, modifizieren wir das gleich mal hier, weil... Ganz ehrlich, da ist noch so ein Wildsteleporter-Ding drin, halt keine Lust drauf. Super, ist alles okay, alles cool, Potion, bla, Challenge? Challenge? Das war die Karte, ne? Boah, würde ich gerne mal ausprobieren. Das, fände ich ganz lustig eigentlich. Aber ich trau mich da jetzt nicht. Hier, jetzt hier nicht in Challenge gehabt, Gaster vorhin, alles cool. Computer-Error, nehmen wir die auch mal wieder rein. Ach nee, da ist ja der Angriff immer zu Ende, aber das ist voll doof irgendwie. Oh Mann, das ist mal kacke, dass ich da nicht angreifen kann. Sollte man dann vielleicht spielen? Ich nehme es mal mit einfach. Wir können ja an der Stelle denn, oh mein Gott, da ist so wenig Bild drin, das ist schlecht. Ja, finde ich prinzipiell nicht so gut. Also da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden, Leute, hier, weil das sieht noch nicht so astrein aus. Auf jeden Fall müssen 4 Builds mit. Ja, also ohne geht's gar nicht. So, dann würde ich natürlich sagen, wenn wir jetzt tatsächlich gegen einen Elektro-Typi kämpfen, würde ich kein Pokémon nehmen, was jetzt hier eine Elektroschwäche hat. Ja, nee. Dann nehme ich lieber einen, warte mal, hier. Ja, do the wave. Do a barrel wall. Der Witz wird auch nie alt irgendwie. So, ein Jigglypuff. Nein, ich mache den Spruch jetzt nicht wieder. So, ein ich kann nur Mauzi mitnehmen. Das schwarze Miauzi-Cat hier. Ding sind das hier. Genau. No, Fascinate und Poison Claws. Tja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit. El Chanera. Kangama. Ach, das ist ja das Kangama. So. Boah, Vögel, haltet euer Maul da draußen. Ein Evoli. Ach ne, ist halt irgendwie bla. Wir nehmen mal das hungrige Relaxo mit und auf jeden Fall die Dratinis und die Dragonier-Kombo. Ja, geil und so. Kampf, was können wir da abbauen? Ich hab immer noch keinen Sandama. Fail! Sinkhole, wenn dein Pokémon Gegner zurückzieht. Schnippst du mindestens 20 Schaden. Hier kann man mit 2 Damage eventuell 20 bis zu 40 Schaden machen. Ja, nicht schlecht. Aber hier kann man mit 3 Energie garantiert 40 machen und mit 4 sogar dann 70 Damage machen. Und das hat hier wesentlich weniger HP. Ja, da finde ich das Dick-Tree auf jeden Fall besser. Was habe ich denn? Wieso habe ich hier so viele Karten? Ach, das sind die ganzen Maschok und Machomai-Kombos hier. Ach, stimmt, ja, da war ja was. Das hier wird zum Beispiel gleich mal abgelegt. Das nutze ich nicht so gerne. Ist eigentlich auch nicht so mein Fall hier alles. Ey, die sind alle nicht so mein Fall. Ey, wir haben jetzt einen Golem. Boulder Smash oder? Ja, okay. Hat auf jeden Fall einen lustigen Zusatzeffekt. Ich sehe aber... Einschanz für reinpacken. Vielleicht wäre es auch nicht mal schlecht, sich hierzu festzulegen. Ich glaube, ich werde die Schwarzen rausnehmen. Die haben ja einfach zu wenig HP teilweise. Werde ich dann hier ein bisschen reduzieren und dann nehmen wir einfach mal so und dann den oder den. Nehmen wir beide einmal mit. Und dann noch den hier zum letzten, dann haben wir hier genug Karten eigentlich. Wir haben ganz schön viele Karten. Ach man, ey, das ist echt nervig.
Also Dickdarm musst du auf jeden Fall mit, weil... Ich sehe gerade, wir haben aber zwei... Wir haben zwei Dick... Drei Dickdars, aber nur ein... Ist ja auch doof irgendwie. Nimm mal das hier mit 30 HP, das ist besser. Macht einfach mehr Schaden irgendwie. Nee, nimm mal ruhig das mit den 30 HP mit. Okay, da fehlen jetzt natürlich 10 HP, aber mein Gott, macht mehr Schaden. So, ihr seid dann alle mit hier. Ihr habt dann auch alle mit hier. Okay, kann auch noch abbauen. Dann hätten wir hier eine Mischung an Kleinstein und Machollos. Nebenbei noch ein Dicktrin, haben wir hier drei Kombis und vielleicht noch normal ein bisschen was. Hier haben wir was bloß. Sag echt Jigglypuff und Dinge mitnehmen? Hat ja irgendwie Style, ne? Schläfern und ja. Die Wave ist immer cool. Ist ja eine epische Attacke, ne? Und dann nehmen wir da das hungrige Snorlax mit, aber ganz schön viele Pokémon mit jetzt hier. Wie sieht's denn da aus? 13 Basis-Pokémon, 7 Stufe 1, 3 Stufe 1, 2, okay. 3? Kann doch gar nicht sein, warte mal halt. Hier stimmt doch was nicht. Hä, wieso 3? Wieso habe ich hier... Achso, klar, wegen dem schwarzen Dragora, natürlich. Habe ich total vergessen. Entschuldigung, mein Fehler. So. Ja, und dann hier können wir noch eine Energie. 21 und... Ach so, doppelte farblose Energie. Nehme ich unten früh, lasse ich dafür mal zu Hause. Dann lassen wir noch eine Fighting-Energie hier, wenn ich weniger Kampf-Pokémon, mehr Normal-Pokémon nutze, ist das in Ordnung so. Speichern wir das jetzt mal ab, so wie das. Save the stack, yes. Record Machine, ja, von mir aus. So, schön, dass das jetzt wieder gedauert hat, aber wir haben ja den Rest ganz gut geschafft. Save. So, Leute. Und an der Stelle würde ich sagen, Kai, willst du dein Deck noch irgendwie ändern? Willst du vielleicht change dein Deck? So, ich werde es nein sagen, aber Leute, ich glaube, wir haben wieder mal, mal gucken, das letzte Zeit öfters mal hier mal in die Rohmaterial online kicken und dann gucken. Oh ja, die Folge ist lange noch, Freunde. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Pokémon Trading Card Game. Und bis dann würde ich sagen, ja, unser übliches Motto, macht's gut, haut rein, Tschüssikowski und ciao und freue dich aufs Finale.